wieder. Und heute wollen wir euch mal zeigen, wie ihr euch so einen Engel aus Beton kneten könnt, also sprich aus Knetbeton machen könnt. Und geht eigentlich ganz einfach mit ein bisschen Übung. Wir zeigen euch einfach mal, wie wir es gemacht haben. Viel Spaß! Wenn ihr euch jetzt auch so einen kleinen Betonengel nachbauen wollt, dann müsstet ihr vorher ein paar Arbeiten erledigen, die wirklich am besten vorher zu machen sind, nicht erst, wenn ihr mit dem Beton schon arbeitet, weil dann kann es eigentlich schon zu spät sein, weil da Fixbeton mit drin ist, also Fixzement mit drin ist, und dann wird das Teil relativ schnell fest. Also macht die Arbeiten vorher, und das wäre jetzt zum Beispiel dieser Heiligenschein und natürlich auch die Flügelchen. Wir basteln jetzt erstmal den Heiligenschein und ich zeige euch jetzt erstmal, wie es gemacht wird. Dafür braucht ihr erstmal ein Stück Basteldraht. Ich hatte mir mal so eine Galerie hier in verschiedenen Farben gekauft, da kann man eine ganze Menge mit machen. Ich habe mich jetzt für den silbernen Draht entschieden, weil ich ja auch solche cremefarbenen Perlen genommen habe oder nehmen wollte. Und dann sieht man den Draht hinten nicht so. Ihr könnt natürlich den Heiligenschein auch pink gestalten, grün, blau, goldig, wie ihr das möchtet. Dann habt ihr so verschiedenfarbige Heiligenscheine. Gibt dem Engel natürlich gleich wieder ein ganz anderes Aussehen, wenn der Heiligenschein bunt ist. Dann müsst ihr euch den Draht so ein bisschen zurechtbiegen, wie ihr den Heiligenschein ungefähr groß haben wollt. Ich hoffe, das kleine, futzeldünne Teil hier kann man so ein bisschen erkennen. Und so rund soll es ja dann auch werden. Und da fädelt ihr euch dann die Perlen eurer Wahl auf. Ich habe jetzt hier natürlich diese cremefarbenen. Muss man dann erstmal auffädeln, bis der Kreis eben voll ist. Und dann kann man den Heiligenschein festmachen. So, wenn ihr dann jetzt eure Perlen aufgefädelt habt, so in der Größe, wie ihr denkt, der Heiligenschein sollte vielleicht so groß sein, dann rüttelt ihr den Draht hier so hinten zusammen, damit der Kreis fest ist, und dann das restliche Stückchen Draht ein bisschen runterbiegen, dass man den Heiligenschein dann nachher in den Kopf einpieksen kann, und dann hat man seinen Heiligenschein schon mal fertig. Um dem Engel dann Flügel zu geben, gibt es verschiedene Varianten. Ihr könnt die entweder anmodellieren, wenn ihr gut seid oder euch das zutraut. Ich habe mir gedacht, ich suche eine einfachere Variante, und die wäre nämlich, die Flügel anzubauen. Die kann man dann hinterher ankleben oder gleich mit einstecken. Ich habe mich dazu entschieden, die so auszuschneiden aus Plastik, dass man die einstecken kann. Und dafür habe ich jetzt eine Plastikflasche von Waschmittel verwendet oder ausgesucht, die weiß ist. Es gibt natürlich, ihr könnt natürlich auch andere Plastikflaschen nehmen. Es gibt ja auch von Shampoo oder Badezeugs Flaschen, die sind dann schon gleich farbig, lila, grün, schwarz, was weiß ich. Da könnt ihr die gleich farbig ausschneiden und dann habt ihr gleich farbige Flügel für eure Engel. Das geht natürlich auch. Man sollte sich natürlich vorher klar im Klaren sein, wie groß man den Engel ungefähr machen möchte. Meiner sollte so ungefähr so werden. Dafür passe ich ungefähr die Flügel. Die Flügel kann man zwar notdürftig ein bisschen abschneiden, wenn man sie soweit erstmal hat. Und also lieber ein bisschen größer machen, weil zukleben ist nachher schlecht, aber abschneiden geht einfacher und vor allem auch schneller. Und aufgemalt, und dann wird es einfach aus dieser Plastikflasche ausgeschnitten. Dafür nutze ich jetzt erstmal wieder so ein Bastelmesser oder Skalpell aus dem Baumarkt. Meistens liegen die Teile gleich vorne an der Kasse. Dann könnt ihr euch die Plastikteile erstmal so ein bisschen zuschneiden, damit nicht, also aus der ganzen Flasche kriegt man das schlecht rausgeschnitten, macht euch erstmal die Teile ein bisschen kleiner. Also wer so ein Bastelmesser jetzt nicht zu Hause hat, kann natürlich auch ein scharfes Küchenmesser nehmen. Das geht genauso gut, habe ich auch gerade mal ausprobiert. Also schneidet euch dann eben mit so einem Küchenmesser die Plastik ein bisschen zurecht. Meinen vorgezeichneten Flügel schneide ich mir dann jetzt erstmal aus, damit ich den dann auf diese Plasteteile übertragen kann. Geht dann einfacher zu machen, und dann könnt ihr das, wie gesagt, entweder übertragen oder ihr legt das Papier einfach drauf und schneidet dann den Flügel aus, den ihr haben möchtet. Und ihr könnt dann einmal links rum und einmal rechts rum und habt das gleiche. Besser ist anzeichnen. Kann man besser arbeiten. Also ich übertrage mir dann jetzt hier die Flügel. Da reicht eine so eine vordere Front von so einer Flasche. Weil die Engel werden ja auch nicht riesig groß, die ich jetzt hier aus Knetbeton dann mache. Aber so hat man dann die zwei Flügel und schneidet sich die dann jetzt aus. Das geht jetzt dann auch mit einer ganz normalen Schere. Ihr könnt so ein Skalpell nehmen oder eben eine Schere.
Und dann habt ihr euch eben ganz einfach aus Plastik Flügel ausgeschnitten. Jetzt muss man bloß noch schauen, ob man das wirklich so lang jetzt reinstecken muss. Ich denke, das kürze ich noch ein bisschen hier, dass man bloß noch ein kleines Stück hier reinsteckt in den Engel nachher. Und dann sind die Flügelchen nachher dann auch fest. So, und dann rührt ihr euch für euren Engel eine Sorte Knetbeton ein. Ich hatte ja drei Sorten, drei verschiedene Varianten gepostet oder veröffentlicht. Da könnt ihr mal schauen. Ich habe die erste Variante gewählt mit Fixzement, weil ich die für mich am besten finde. Das hat man alles zu Hause, kann man alles verwenden. Und dann könnt ihr anfangen, euren Engel zu modellieren. Ihr dürft natürlich die Masse nicht zu flüssig machen. Also ihr müsst so zusehen, dass das so ein bisschen fester wird, sonst kriegt ihr das nicht modelliert. So, ich habe mir jetzt so einen, wie einen Kegel oder sowas modelliert. Dann muss natürlich auch noch ein passender Kopf irgendwie drauf. Den müsst ihr euch ein bisschen zurecht modellieren. Die Größe so ein bisschen entsprechend versuchen hinzubekommen. Wenn es zu trocken wird, schon ein bisschen Wasser wieder ran, damit sich das besser formen lässt. Und dann könnt ihr den Kopf aufsetzen. In den Kopf könnt ihr dann diesen Heiligenschein einfach reinstecken, dass der mit fest wird. So, dann könnt ihr auch die Flügelchen versuchen reinzustecken. Ein bisschen schräg von oben. Den anderen natürlich auch. Die Plasteflügel könnt ihr nachher abwaschen. Da braucht ihr jetzt keine Angst haben, wenn ihr jetzt schmutzige Finger habt. Dann hat man die Flügelchen. Und dann kann man noch ein bisschen Ärmchen ran modellieren. So modelliert ihr euch dann ein bisschen so ansatzweise Ärmchen an, die vielleicht so ein bisschen zusammen sind, als ob sie beten. Und dann ist das Engelchen auch schon fertig. Dann lasst ihr das trocknen und dann könnt ihr das anmalen oder so lassen. Jetzt lassen wir es erstmal trocknen. Unseren Engel haben wir jetzt ein paar Stunden durchtrocknen lassen, weil da so ein Fixzement mit drin ist, geht das auch fix, sagt der Name ja schon. Und dann kann man sich entscheiden, ob man den Engel so grau lassen möchte oder ob man den weiß gestalten möchte. Weil ich meinen jetzt drin lassen möchte, mache ich mir meinen weiß. Ich stehe ja sowieso mehr auf den Weißbeton und sowas. Also ich streiche mir meinen weiß, aber der ist trotzdem mit einer Farbe gestrichen, Deca-Color matt. Die ist auch für außen, also man kann den später auch außen hinstellen. Macht jetzt auch nicht den Unterschied. Ich kann mich dann entscheiden, wo ich ihn haben will. Mein Engel ist dann jetzt erstmal ringsum weiß gemacht. Ja, und jetzt kann man sich wieder entscheiden, wie man weitermacht. Entweder ihr lasst den jetzt einfach in weiß oder ihr macht noch Sternchen drauf oder Glitter drauf oder ihr malt die Flügel gold, silber, blau, pink, grün an, wie ihr möchtet. Ich lasse ihn jetzt erstmal trocknen und dann mache ich noch ein bisschen Glitter dazu. So, mein Engel soll dann jetzt noch ein bisschen silber gestaltet werden und dafür mache ich mir jetzt eine Mischung aus Serviettenkleber. Der Uhu-Serviettenkleber, der ist auch wieder wetterfest, also brauche ich da auch immer nicht überlegen, mache ich die Sache jetzt für drinnen oder für draußen. Ich kann es hinstellen, wo ich möchte, weil ist ja wetterfest, ist schnurz nachher. Da mache ich mir jetzt ein bisschen von diesem Serviettenkleber in so eine kleine Schale, Dose, was er hat. Und dazu kommt dann jetzt der Glimmer, Flitter, Flimmer, was er hat. Und dann kann man das einfach streichen mit dem Pinsel. Schön ein bisschen verrühren. Dann wird es da angepinselt, wo ihr das haben möchtet. Und am Ende bleibt dann nur dieser Flimmer über. Das Weiße geht ja weg von dem Serviettenkleber. Und damit streiche ich dann die Flügel jetzt noch ein bisschen ein. Kann ruhig noch ein bisschen mehr Flimmer rein. Kann ich hier noch glitzern, ne? Kann ich hier noch glitzern, ne? Boah! Mann, gut, dass ich so eine großen Dinger gekauft habe. Und selbst die sind irgendwann alle. Mhm. So, dann machen wir hier unten am Kleid, wollte ich einen Rand haben mit Flimmer. Und dann halt die Flügel. Sieht doch mal gar nicht. Ne, jetzt sieht es nach gar nicht aus, noch nicht. Jetzt muss das erstmal trocknen und dann kommt erst der Flimmer raus. Da bin ich gar gespannt. Ja. So, und wenn dann alles getrocknet ist,
dann sieht das so nachher aus. Also je nachdem, wie viel ihr draufstreicht, hier müsste man dann mehrmals draufstreichen, hier vorne habe ich mehrmals drauf gestrichen. Ihr könnt natürlich auch einfach Serviettenkleber draufstreichen und so beglittern, das könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Es gibt ja verschiedene Wege, die nach oben führen, also probiert es euch aus. Ihr könnt natürlich die Flügel auch ran modellieren und vielleicht sieht der Engel bei euch auch noch ein bisschen schöner aus, wenn ihr begabter seid im Modellieren. Ich glaube, wir sind alle begabter als du. Alle begabter als ich, aber ich zeige euch halt, wie es funktioniert. Und dann könnt ihr mit ein bisschen Übung, ihr könnt auch größere dann machen und jedenfalls noch viel schönere. Also wir wünschen euch viel Spaß damit und wir sehen uns.